Ja, den verliere ich, aber ich kann ihn wiederholen. Aber ich kann eben immer nur einen dabei haben. So, wenn ich jetzt da zurückgehe, wäre das ziemlich blöd. Hab ich gerade gespeichert? Ich hoffe doch. Ich möchte euch gerne aus dem Weg haben. Und ich da bitte auch. Na, sehr gut. Jetzt traue ich mich nämlich da auch rüber. Holy shit. Das ist... Nein! Das ist ja nicht nur Gegner, das ist ja auch Plattformer. Ja, doch. Na gut. Gut, dass ich gerade gespeichert habe. Das muss ich jetzt, glaube ich, nicht rausschneiden. Ah, da hing die Steuerung tatsächlich gerade kurz. Ich versuch's einfach mal so hier. Was kann schon schief gehen? Und dann kriege ich dann Level 3. Doch nicht. Uah! Ach, Mist. Die Steuerung ist so ein bisschen verzögert. Also wenn ich jetzt loslaufe, dann braucht es so eine halbe Sekunde oder so, bis der Charakter, der wirklich losläuft. Und in der Bewegung läuft er auch noch ein bisschen nach. Ups, ich habe immer noch den... Ach, Mist. Ich sollte darauf achten, welche Waffe ich in der Hand habe. Na? Habe ich dich. Deswegen muss man auch gegenlenken, wenn man irgendwo aufkommt. Das ist nicht also einfach. Was? Ist der Sprung möglich? Ja, natürlich ist er möglich. Er ist sicherlich möglich. Ich habe mich wahrscheinlich nur zu blöd angestellt. Diesmal nehme ich gleich die richtige Waffe in die Hand. Yep. Benutzen bitte. So. Und diesmal funktioniert das. Ui, das war knapp. Hm, egal. Na, was? Ah, da hätte ich wieder mehr gegenlenken müssen. Ja, die Steuerung ist... Bisher war noch nicht so richtig Plattformer-Herausforderung da. Ich mag das ja eigentlich, so Plattformer. Mario, Super Mario World habe ich früher sehr gerne gespielt. Das war das... mein erstes Nintendo-Spiel überhaupt auf der Super Nintendo. Also die Super Nintendo war meine erste Konsole und Super Mario World das erste Spiel. Mittlerweile habe ich das, glaube ich, 10 Mal oder so durchgespielt. Also ich mag sowas tatsächlich. Auch wenn es gerade so aussieht, als wäre ich nicht besonders gut darin. Ist das eine Falle oder kann man da rein? Nee, da kann man rein, gefahrlos. What? Das ist also Deckung. Wer bist du denn? Krieg ich dich mit Feuerbällen? Sieht nicht so aus. Wer oder was bist du? Was zum Henker? Okay, da drüben kann ich speichern, aber ich komme da nicht rüber. Ja! Oh, cool. Was kann man mit den Teilen hier eigentlich machen? Wahrscheinlich auch noch irgendwann. Was ist das? Der Energie Power Room. Der Generatorraum. Will ich das mal übersetzen? Ah, die sind jetzt blau. Ah, und wenn man sie anschießt, dann schießen sie. Okay. Das heißt, ich war da gerade selber dran schuld. Kann man die töten irgendwie? Ups. Yep. Das sind also Gegner, die bei jedem Treffer einen Schuss abfeuern in meine Richtung. Der sieht ja mächtig aus, der Frosch. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ist das eine Falle da unten? Ach nee, das sind die Blöcke von gerade eben. Wo ich meinte, da kriegt man bestimmt später noch was, was man damit tun kann. Ich möchte den bitte... Schießt er in die andere Richtung oder schießt er in meine Richtung? Ah, die schießen immer nach vorne in ihre Blickrichtung. Gut zu wissen. Das sieht aus wie ein Gegner. Ist aber keiner. Ein Motor... Was? Ein Motorrad? Oder sowas? Keine Ahnung. Das hier ist aber vermutlich Grass Town, würde ich mal schätzen. Das Schöne bei den Feuerwellen ist ja, dass die so eine Weile über den Boden hüpfen und man damit tatsächlich relativ weit entfernt noch Schaden machen kann. Insbesondere auch weiter unten. Bei Gegnern, die
irgendwie ein bisschen anfüssig gegenüber mir stehen. Oder sowas da zum Beispiel, genau. Das finde ich ganz nett. Ups. Also ich kann die Erfahrung für die Pistole wieder. Ja, ich weiß. Das ist nicht so wichtig, aber wenn ich die Erfahrung schon kriege, dann würde ich die auch gerne nutzen. So, jetzt habe ich hier so ganz viele Türen. Und bevor ich jetzt einfach die Gegner weiter töte und erschieße, möchte ich, ups, speichern. Scheinbar zu, die Heilung will ich, scheinbar zurecht, weil die Gegner, die kommen ja jedes Mal wieder, wenn ich, wenn ich wieder rauskomme aus der Tür. Und deswegen will ich das mal als allererstes tun, nachdem ich mich geheilt habe. Falls da noch irgendwas draußen passiert, beim weiteren Erforschen, damit ich von hier aus wieder anfangen kann. Ein Frosch weniger. Oh, hier oben ist ja auch noch was. Ups. Das war das Gamepad gerade. Wie gesagt, wenn ich nach oben drücke, dann ist da manchmal auch ein nach links oder nach rechts dabei, weil das Steuerkreuz nicht so besonders gut ist. War ein billiges Gamepad. Ups. Und das war ein billiger Versuch. Ja, sind mir jetzt gerade mal egal. Die Fledermäuse. Oh, aber das da will ich. Eine Schatztruhe. Ich kann jetzt 15 Raketen tragen statt, 5, statt 10. Cool. Gefällt mir. Das lässt sich auch nicht öffnen. Hey! Ah! Da ist doch bestimmt der Bruder drin von zu. Du siehst aus wie ein netter junger Mann. Kannst du mir helfen? Ich würde hier gerne rauskommen. Ich dachte eigentlich, der Roboter sieht so ein bisschen weiblich aus. Aber gut, dann ist er eben männlich. Danke! Also ja, natürlich, ich helfe dir. Danke, nimm das! Dein rostiger Schlüssel. Wenn du den... Ja, den habe ich auf dem Boden gefunden. Schließ die Tür damit auf, bitte. Wenn du den Schlüssel hast, warum schließt du die Tür nicht selbst auf? Da ist kein Schlüsselloch. Die Tür ist zugerostet. Ist sie aufsprengen? Nein? Feuerball vielleicht? Nein. Aufschießen? Nein! Das ist echt wie Super Mario. Das ist großartig, diese Feuerbälle. Ups, ein Frosch. Das war knapp. Hallo? Und auch, dass man zwei Schüsse auf einmal losschicken kann, finde ich praktisch. Die Execution Chamber, also die Todes... Uah! Ja, Exekution trifft ziemlich gut. So, diesmal weiß ich, was passiert. Kann gleich ausweichen. Kann ich da oben drauf? Ja, man kann oben drauf. Das ist ja praktisch. Die Frage ist jetzt nur, wie komme ich da hoch? Da muss ich doch den da abschießen, oder? Genau. Dann komme ich da hoch. Yay! Wie viel gibt das? Plus 3? Plus 5? Plus 5. 26 Lebenspunkte. Ja, ich will da nicht neben dran stehen, so direkt, wenn der explodiert. Oder wenn er kaputt geht. Psst, der schießt in meine Richtung, das gefällt mir nicht. Okay, das auf Entfernung. Wieder Feuerbälle. Im Gegensatz zu Super Mario werden die reflektiert, die Bälle. Finde ich interessant. Ist ein bisschen anders. Finde ich jetzt nicht schlimm, aber ist interessant. Kann ich an den Ketten da hochklettern? Nein, das geht nicht. Das sind da oben Augen. Das ist zum Henker. Ah ne, zwei Herzen. Das sah gerade so aus, als wäre da irgend so ein Viech, das mich beobachtet mit zwei riesengroßen roten Augen. Bisschen creepy. Das ist bestimmt ein freundlicher Mensch wieder. Die Ventilatoren laufen nicht. Jemand hat den Generator ausgeschaltet, die Stromversorgung. Wenn ich den Stromgenerator wieder anschalte, also um ihn wieder anzuschalten, brauche ich den Power Room, den kenne ich. Ah, sind das hier die Ventilatoren? Und der würde mich da nach oben treiben.
Das könnte natürlich erklären, was diese Teile hier sind. Das war knapp. Vielleicht ist das ja der Schlüssel für den... für das Motorrad. Nein. Das ist bestimmt der Schlüssel für... Ups. Ah! Oh wow. Oh wow. Für den... für zum Generator, meine ich. Spielen und reden gleichzeitig ist nicht so einfach. Okay, da war ich drin, da ist Speichern. Da konnte ich speichern, da habe ich gespeichert. Ich brauche keine Heilung, ich brauche keine Erfahrung. Das hier sollte der Power Room sein. Ah, dafür ist der Schlüssel. Sehr schön. Was bist du denn für einer? Bist du ein Gegner? Nein. Ein Roboter oder so. Scheint aber nicht an zu sein. Hat wohl keine Energie. Also, dann... Malko? Ist das Malko? Ja. Ich möchte die Energie einschalten. Malko ist vielleicht der Typ da. Oh oh, kämpft er jetzt? Kämpft er jetzt? Bekämpft er mich? Oh ja. Eindringling, Alarm! Zerstörung! Hussa! Hast du gewusst, dass der Mimiga, ich gefunden habe, nicht zu war? Nicht zu ist? Das ist der dicke Typ, der aus dem Lagerhaus. Was passiert, wenn ich ja sage? Dann ist er bestimmt sauer. Ich sag mal nein. Sie war es nicht! Sie war nicht zu! Der Doktor hat sich richtig aufgeregt. Und hat die Misery ziemlich bestraft. Armes Mädchen. Findest du nicht? Aber wir können unseren Meister natürlich nicht besiegen. Ich bin hier, um dich zu besiegen. Um dich zu zerbrechen. Befehl vom Doktor natürlich. Bereit? Dann nehme ich doch mal den Raketenwerfer. Ups. Hey! Nein, falsche Richtung. Leer. Okay. Ah! Was? Hier, da wollte ich. Jetzt will ich die da. Achso. Die Pistole ist rechts von den Feuerwellen. Am Boden will ich die Feuerwelle, aber in der Luft die Pistole. Ah ja, aber das war's ja schon. Was bist du? Ein Krieger von der Oberfläche? Balrog. Balrog heißt der Gegner. Den ich jetzt zum zweiten Mal besiegt habe. Und die Stromversorgung funktioniert. Hast du noch was zu sagen? Nein. Will ich ihn rausziehen? Ja, komm, ich zieh dich raus. Da. Danke. Du bist echt nett. Und so stark. Danke, dass du mich gerettet hast. Ich möchte dir was zurückgeben, aber alles, was ich kann, ist, Sprengstoff machen. Ja, gib mir Sprengstoff! Ja, nehme ich gerne. Ich muss den Kazuma, glaube ich, doch raussprengen. Na egal. Wird schon irgendwie klappen. Oh, das ist schön. Wie hoch komme ich da? Hoch genug. Praktisch. Dann möchte ich doch bitte mich noch einmal heilen und die Raketen wieder auffüllen. Und speichern mit dem Feuerball in der Hand. Der ist nämlich hier genau die richtige Waffe. Um hier den Frosch und da unten die anderen Gegner im Weg aus dem Weg zu räumen. Die Gegner im Weg aus dem Weg zu räumen. Genau. Gutes Deutsch. So, da komme ich immer noch nicht rein. Und irgendwie ist es nicht der Schlüssel zu diesem Raum. Oh Mist. Wenn da kein Schlüsselloch ist, dann müssen wir die Tür halt aufbrechen. Aber wie sollten wir das tun? Wie können wir das tun? Naja, zum Glück funktionieren ja jetzt diese Teile hier. Ich guck gerade, wenn ich nicht springe, komme ich bis zum zweiten Klassen. Und wenn ich springe, komme ich ein bisschen höher. Okay. Interessant.
weiß zwar nicht, wie genau man den Luftfluss derart beeinflussen kann, aber es scheint zu funktionieren. Das hier ist ein Gebäude. Ich frage mich, ob ich da oben drauf kann, um darüber zu kommen. Nein. Du gehst bitte aus dem Weg. Na, da fehlt Erfahrung. Egal. Also komm jetzt einmal hoch. Und da rein. Die Grasstown-Hütte. Was ist das? Nichts. Ein Kamin. Du fühlst ein Kitzel? Sowas? Kann ich das Feuer anmachen? Nein. Hier könnte ich mich ausruhen. Bin ich aber nicht. Ich möchte die Truhe öffnen. Und jetzt kann ich 20... Daher kam das Gefühl. Alles klar. Ist ja böse. Jetzt nichts mehr. Okay. Wow. Das hat 6 Raketen gekostet. Aber ich glaube, da drüber, da komme ich nicht hin. Wahrscheinlich komme ich da von rechts hin. Da oben sind wieder die beiden Herzen. Hä? Habe ich gerade Schaden gekriegt? Ah, weil die ja schießen. Stimmt. So, sind die alle gemaxt? Der Raketenwerfer noch nicht. Ups. Ach ja, richtig. Da komme ich ja nicht durch, wegen Isso. Der da braucht noch Erfahrung. Komme ich da jetzt hoch? Nee, ne? Da brauche ich einen Ventilator für. Da muss ich wahrscheinlich dann rechts hoch. Und mich dann... Uah! Was zur Hölle? So, da bin ich wieder. Wie komme ich jetzt darüber? Ach so, das war ja einfach. Einfach noch früher springen, ein bisschen später springen. Gib mir einen Tipp. Wenn ich den Springen-Knopf gedrückt halte, dann fliege ich höher. Das habe ich schon rausgefunden. Hä? Jetzt. Und damit beende ich mal die Aufnahme.